haben wir jetzt ein paar deutsche und spanische Begriffe. Und ist gar nicht so schlecht, wenn man sich das anschaut, weil wenn man mal so auf Fußballreisen irgendwo ist, dann schadet es glaube ich nicht, wenn man den einen oder anderen Begriff weiß. Ja, wir haben ja schon jetzt ein paar Mal gegen Spanien und auch in Spanien gespielt. Aber da habe ich nicht so wirklich Zeit gehabt zum Vokabeln lernen, deswegen machen wir das jetzt einmal. Okay. Campo ist der Tormann. Campo könnte der Ball sein, ich weiß doch nicht warum. Campo ist der Fußballplatz. Tiro Libre, Libre für frei. Nehme ich an, ist das der Freistoß? Tiro. Tiro heißt gelb. Irgendwas mit T. Tarjeta ist, glaube ich, die Karte. Amarilla hat genau die gelbe Farbe. Das kann dann nur die gelbe Karte sein. Delantera. Der Fußballplatz. Delantera ist Stürmerin. Delantera. Pelota. Alter, komme ich komplett durcheinander da. Der Sturm, oder? Pelota ist der Ball. Wurscht. Capezzato. Ist wieder beim Italienischen drin, glaube ich. Capezzato. So. Ich habe den Ball verwechselt, sage ich da. Die gelbe Karte ist da. Das weiß ich, dass falsch ist, aber